Herzlich willkommen zurück. Wir haben das letzte Banditenlager in der letzten Folge gemacht. Müsste deswegen jetzt auch mit Neil reden. Da machen wir uns jetzt direkt auf den Weg hin. Und dann mal gucken. Wir werden auf jeden Fall... Ja, nun sammeln doch ein. Mehr kann ich nicht tragen. Jo. Gleich das eine Feuer oben darüber noch mitnehmen. Wir werden die verdorbene Zähne noch machen. Wir arbeiten uns langsam gerade Stück für Stück Richtung Hauptquest vor. Das muss. Wieso rennen hier Katscherwachen rum? Und wir haben ja auch noch die Quest, die machen wir nebenbei mit, wo wir die entflohenen Gefangenen erledigen sollen. Einen davon haben wir schon, der war hier im Banditlager, nebenbei mitgekriegt. Jetzt reden wir erstmal mit dem guten Neil. Es ist so bittersüß, wie ein Lächeln mit blutigen Zähnen. Was ist denn los? Du siehst enttäuscht aus. Die Banditenclans sind fort. In der Südebene soll noch einer abgedreht haben, nur wegen unseres legendären Schaffens. Das war der Sinn dieses Blutvergießens, die Banditen zu vertreiben. Aber jetzt ist niemand mehr zum Töten da. Außer... Nein. Dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Nach all unseren Taten ist dies nicht der richtige Ort. Da ist ein Berg, südlich von Meridian, mit Blick auf die Speerschäfte. Triff mich dort. Alles klar, er ist traurig, weil keine Banditen mehr da sind. Und er will mich da treffen. Der will davor jetzt nicht gegen mich kämpfen, oder? Auf jeden Fall waren wir schon mal hier da. Ja, da ist das Lagerfeuer. Gut, aber bevor ich da jetzt hingehe, das kann man gleich schnell mal machen, hole ich mir trotzdem erst das Lagerfeuer hier oben, damit ich mich wieder zurückporten kann. Sonst müssen wir ja wieder den ganzen Weg laufen. Das tut ja nicht Not, ne? Gut. Den Eimer dahin. Und dann besuchen wir kurz Neil da oben. Mal sehen, was er von uns will. Ich habe da aber so eine Ahnung. Habt ihr echt so eine Ahnung? Gut. Den Eimer hin da. Da waren wir zum Glück schon. Das war, glaube ich, der Berg da oben, wo... Da war die Blume, ne? Das war der Berg, wo dieses Lager da war. Jetzt wissen wir auch, wem das Lager gehört. Ja. Hat die Leichen lang gefunden, aber nicht. Neil, ich habe mich unterwegs gefragt, na, ob du mich in einen Hinterhalt lockst. Wo wäre denn da der Spaß? Irgend so ein Banditenlager wäre doch keine Arena für uns. Aber das hier, viel besser. Hier herrscht Dramatik. Also, was sagst du? Was würdest du von einem Duell halten? Tatsächlich. Ah, gut, jetzt habe ich die Frage an Wahlen. Ja, Duell annehmen, Duell ablehnen. Also ehrlich gesagt, will ich gar nicht gegen ihn kämpfen. Weil ich meine... Er hat ja so gesehen nichts Böses getan, auch wenn er einen Knall hat. Er hat ja nur Bösewichte. Aber wenn ich ihn jetzt so stehen lasse, dann ist er den Rest des Lebens traurig und trauert vor sich hin. Wenn ich aber allerdings gegen ihn kämpfe und gewinnen sollte, bin ich nicht besser als er. Dann bin ich ein Killer. Das kann ich nicht machen. Ich frag erstmal was. Moment. Du bringst mich hierher, damit wir uns duellieren? Bis zum Tod. Und mit Genuss, weil wir nur diese eine Chance haben. Tja, was habe ich auch anderes erwartet? Wie gesagt, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Dann wird Eloy auch zum Killer, dann wird er genauso, findet sie genauso wie er. Nee, das geht nicht, ein Duell ablehnen. Ich bin, geschmeichelt, dass du so von mir denkst, aber ich will dich nicht töten. Nicht so voreilig. Wenn es um Leben und Tod geht, Jäger gegen Jäger, kommst du noch auf den Geschmack. Ist das wirklich, was du willst, Neil? Du hast auch keine Todessehnsucht. Was du hast, ist viel schlimmer. Aber ich erkenne, dass diese Welt dich vielleicht braucht. Das verstehe ich nicht. Ich kämpfe nicht mit dir. Meine Entscheidung. Respektiere sie oder schieß mich hinterrücks nieder, wenn ich gehe. Dann ist es vorbei. Dein letzter Pfeil ist der schlimmste. Ja, jetzt ist er natürlich enttäuscht, aber wie gesagt, das kann ich nicht machen. Denn wäre sie kein Stück besser als er. Er muss lernen, mit seinem Leben klarzukommen. Das geht so nicht. Absolut nicht. Gut, den mehr einsammeln kann ich eh nicht. Porten wir uns erstmal hierhin zurück. Das haben wir uns ja gerade geholt. Hol uns den, die Metallblume. Und von da aus geht's ja erstmal verdorbene Zone. Und da ist ja auch schon die nächste Quest. Also, so langsam kriegen wir es ja hin, dass wir Stück für Stück langsam aber sicher mal etwas Reihenfolge reinkriegen. So, das geht denn in diese Richtung. Sehr schön.
Erstmal das Blümeli. Na, sag mir jetzt bitte nicht, ich will hier ins Pirschergebiet. Jo. Hier ist definitiv Pirschergebiet. Okay, Moment. Erwischt. Okay, ich glaube, der ist aber nicht alleine. Nein. Das ist er definitiv nicht. Sehr schön. Das Gute ist, wenn man sie ein bisschen beschädigt, dann sieht man sie wegen den Funken. So. Komm her, mein Junge. Du Missfisch. Sehr schön. Hatte sie auch gerade voll die Blümelis. Da ist noch einer. Zum Glück machen die nicht allzu viel Schaden. Lebt er noch? Ew. Jetzt nicht mehr. Gut. Drei Stück hier, du. Drei. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir sie außer Gefecht gesetzt. Die Blümchen kriegen wir schon wieder zusammen. Ah, das ist das Problem mit den Pirschern. Du kannst dich nicht wirklich an denen vorbeischleichen, weil du nicht siehst, wo sie sind. Gut, aber ist nicht schlimm. Hier ist irgendwo die Blume. Hier wollten wir ja hin. Hier müssen wir wahrscheinlich irgendwo rauf. Also ich hätte die so oder so ausschalten müssen, weil ich ja gar nicht in Ruhe nach dem Weg gucken kann. Wenn die hier rumrennen. Oh, ist ja auch schon wieder was. Was ist denn das jetzt? Lanzenhörner. Gut. Aber ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich da vorne irgendwo, ne? Ich bin, glaube ich, noch... Ja, ich bin noch zu weit weg von der Blume. Lassen wir die mal Lanzenhörner sein und gehen hier weiter. So. Irgendwo hier vorne ist es. Oh, ich brauche noch eine Schweinehaut, ne? Ah, leider keine drin. Ganz schön hart. Aber das kenne ich ja. Wie, das Fleisch? Ganz schön hart? Oh, hier ist irgendwas Großes. Da oben drauf, oder was? Sieht so ein bisschen danach aus, aber das hier sieht nach Kletterweg aus, bevor ich jetzt hier wieder stundenlang suche. Okay. Jo, definitiv. Sehr schön, sehr schön. Kommt ja auch selten vor, dass ich das mal auf Anhieb sehe, ne? Also... Hier oben steht ein Händler, okay. Warum auch immer. Scheinen aber auch Gegner zu sein. Gut, Händler brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja erst verkauft. Hier ist die Blume auf jeden Fall. Die haben wir also auch. Sehr schön. Wunderbar. Den würde ich schon fast sagen, damit ich nicht den ganzen Weg wieder runterklettern muss. Oder kann man sich irgendwo abseilen? Warte mal. Erstmal Pfeile wieder auffüllen. Marschieren wir Richtung verdorbene Zone. Da vorne ist Meridian. Oh, da wollen wir gar nicht hin jetzt. Oh, weiter rumgekommen im Moment. Sehr schön. Und zwar möchte ich ordentlich nur jetzt hier in diese verdorbene Zone. Die sollten wir auch hinkriegen. Da haben wir da auch gleich die nächste Quest. Das passt doch. Ja gut, hier fehlt nur noch ein Lagerfeuer. Aber ansonsten haben wir alles Wichtige hier unten. Ja, ja. Machen wir Abflug.
Läufer sind nun wirklich keine Gefahr mehr. Die nun wirklich nicht. Sehr schön. Ah, Feuerbrennwurzel. Gut, nehmen wir erstmal mit. Wie gesagt, mich interessiert im Moment nur das Banditenlager. Dafür muss ich einmal um den Berg rum. Kriegen wir aber auch hin. Banditenlager nicht, verdorbene Zone. Mensch, hier kommt man ja ganz durcheinander mit den ganzen Lagern. So, dich nehme mit. Dich genauso. Sehr schön. Also noch ein Heilblümchen. Jo. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Das ist korrekt, das ist korrekt. Oh, die verdorbene Zone ist da vorne. Ich hoffe doch, ich renne jetzt nicht wieder irgendwelchen Pirschern. Scheint hier ja oft zu sein, ne? Das ist erstmal... Alles klar, das ist eine verdorbene Zone mit Vögeln. Gut, da werde ich jetzt ausnahmsweise mal Lua. Haben wir ja ein bisschen was? Auf Feuerfäule gehen. Weil die Vögel sind ja sowieso allergisch gegen Feuer und verdorbene Viecher ist recht. Jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Jo. So, der wäre schon mal erledigt. Aber das sind noch, das sind Vögel und Plünderer, alles klar. So, der wäre auch schon mal erledigt. Du bist auch noch dran, Junge. So, das Bodengesocks habe ich, glaube ich, schon erledigt, oder? Jo, jetzt habe ich hier nur noch die Vögel, die meinen, hier auf mich einballern zu müssen. Sehr schön, sehr schön. Brenn, Junge, brenn. Na, 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 Aloy, bleib doch nicht gleich in dem Wasser stehen, Mensch. Oder Eis, was es da ist. So, genau über mir, ne? Ja. Oh, der wäre auch schon mal erledigt. Aber da ist noch einer, ne? Irgendwo ist noch einer. Da, zwei noch. Okay. Ah, abstürzen will er noch nicht. Gut. Sehr schön. Das Gute ist, dass sie richtig schön Schaden durch das Feuer kriegt. Dieses Eis hier, Alter, überall. Jungs, warum so dominant, Mensch? Kippt um. Oh, du genauso. Komm. Burn, Baby, burn. Keine Muni, verdammt. Zum Glück haben wir ein bisschen Lowe. So. Sehr schön. Die verdorbene Zone wäre abgeschlossen. Ah, das passte. Die waren ja doppelt gegen Feuer allergisch. Da brauchst du es natürlich. So. Zack. Vögel sind ja sowieso gegen Feuer allergisch und die verdorbenen halt auch. Da passte es perfekt. Jo, die hätten wir. Die ist abgeschlossen, die verdorbene Zone. Den Rasgrown, die nächste Quest. Wir wechseln natürlich mal wieder auf anständige Pfeile. Und dann geht es in diese Richtung hier. Sehr schön. Das waren die Plünderer, ne? Jo. Gut, ein bisschen Schaden haben wir gekriegt, aber ich glaube, das hielt sich diesmal in Grenzen. Also das war schon schlimmer. Den geht's da weiter. Das kriegen wir alles hin. Stück für Stück arbeiten wir uns jetzt eigentlich? Ja.
eingesammelt haben wir an Sammelsachen hier auch, glaube ich, so ziemlich alles. Seht zumindest nichts mehr. Nö, hier ist auch nichts mehr. Auspass, dann machen wir diese Quizchen mit. Was müssen wir da noch abgeben? Achso, das müssen wir da noch abgeben. Das war das mit dem Banduk-Lager. Ja, und wenn wir das gemacht haben, können wir die drei Sammelsachen eigentlich auch einsammeln. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Da ist ja auch noch die andere Quest und dann haben wir noch die Hauptquest. Was kommt eigentlich gerade? Alles relativ gut. Sehr schön, sehr schön. Vom Level her steigen wir mittlerweile auch relativ gut. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Das ist richtig, das ist richtig. Das Heilkräutergedöns kann man auch nicht immer gebrauchen. So. Das ist kein Heilkraut, ne? Nö. Aber hier sind schon wieder irgendwo Maschinen. Ich hoffe nicht schon wieder Pirsche. Nein! Ein großer Sägezahn, oder? Komm, mein Freund, dich übernehme ich. Den brauche ich zumindest nicht gegen dich kämpfen. Müsste ja mittlerweile auch unbegrenzt sein. Kann ich hier wenigstens in Ruhe weiter? Sehr schön, sehr schön. Aber die Quest ist irgendwo da. Oder? Sag mal. Ah, ich glaube, weil er die andere auch anzeigt, war ich da gerade irritiert. Nee, aber passt. Passt, passt, passt. Gut. Hier geht's lang. Das ist die richtige Quest. Ist das noch ein Heilkräuterchen? Nein. Das sieht so ein bisschen nach aus, als wenn das mal ein Todbringer war, der hier aber eigentlich schon sehr lange Zeit kaputt rumliegt. Sehr, sehr lange Zeit. Heilkräuter ist wieder voll? Ejo. Sehr schön. Denn rinnen in die gute Stube. Das sieht ja so ein bisschen, naja, die Sachen hier schluchten, ne? Das sieht mir hier, warte mal, wenn ich da vorbei renne, das ist doch eine Falle. Siehst du? Siehst du mal? Da renne ich doch nicht dran vorbei. Hallo! Ich hatte Soldaten erwartet. Das mächtige Kaja-Reich muss ganz schön arm dran sein. Wie traurig. Egal, Kopfgeldjäger sterben wie alle anderen. Willkommen in der Kluft des Todes. Ernsthaft jetzt? Sadist, Mörder, Fallenbauer, alles zusammen. Darum haben sie mich in das Loch gesteckt. Alles klar. Das sind Fallen. Die ganze Bude hier ist voll mit Fallen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ich in deine Fallen tappe, oder? Da hast du dich aber Hast du dich aber gewaltig geschnitten, ja? Das sieht man doch, dass das Fallen sind. Wenn du schon Fallen bauen willst, Junge, denn etwas unauffälliger, das sieht man doch. Ich krieg dich, ob du nur willst oder nicht. Vorsichtig! Nicht ausrutschen! Alter, was? Der Typ ist ein Psychopath? Oh, warte. Genau. Ich bin neugierig. Haben meine Behemoths zufällig Geneva getötet? Ich muss dich enttäuschen. Ja, darum habe ich mein Spielzeug, um mich vom Schmerz abzulenken. Was für ein Psychopath. Boah, den da kann ich auch gleich mitnehmen. Boah, ist auch noch eine Falle. Die treffe ich aber von hier nicht, oder? Mal gucken. Doch, sehr schön. Was für ein Psycho. Warte mal. Glaube, also da geht's weiter hoch, das sehe ich, aber wie komme ich da hin? Von hier? Ja. Noch nicht, Akrobatin. Oha, wie soll ich denn die auslösen? Hoppala! Ah, muss ich einmal runterhüpfen, sonst hätte ich mich selbst gesprengt. So. Kommt doch niemals von hier darüber, oder? Das sieht auch gar nicht danach aus. Aber. Ach, hier, ne? Hier, alles klar.
Denn hier war der... Darüber? Ja, das sieht fast danach aus. Da ist so ein Haltedings. Sehr schön. Keine Ahnung, wo der Herr ist. Irgendwo versteckt er sich und alles voll mit Fallen. In die andere Richtung. In die Schlucht. Ja, ich weiß, dass er eine Schlucht ist. Ich versuche gerade nur einen richtigen Weg zu finden. Weil das gehört hier oben ja auch noch mit zur Schlucht. Oder? Ja, hier geht's runter. Alles klar. Gut. Nee, runter will ich ja jetzt auf keinen Fall. Der hat sich ja sehr gut versteckt. Also das muss man ihm lassen. Rein theoretisch muss ich ja nur den Fallen folgen. Das Problem ist, im Moment sehe ich keine Fallen. Da war er. Echt? Sieht fast danach aus, ne? Ja, hier geht's weiter. Da ist Wasser und im Wasser kann ich nicht schießen. Und alles voll mit Fallen. Das heißt, ich muss sie vorher aus dem Weg räumen. Sehr schön. Gut, den mal runter, einmal fallen lassen. Danke. Ein weiterer Tag ist vorbei. Da ist noch eine Falle. Juh. Es läuft nicht bei dir, oder? Alles mit der Ruhe, Junge. Hartnäckig, was? Frage ist jetzt, wo geht's jetzt lang? Ja? Da oder da? Ich glaube aber hier. Der hat sich sehr gut versteckt, der Junge. Komme ich an den hoch? Doch. Ich finde dich schon, Junge. Da wurde, warte, wurde. Da ist eine Falle. Das sehe ich doch. Schön im Baumstamm versteckt. Also, trefft die nicht? Welches blind oder was? Nee, meine ich doch, da ist eine Falle. Doch nicht verguckt. Gut, warte, warte. Ich hoffe, die springt mich hier jetzt nicht. Du lebst noch. Ah, okay. Ja. Oh, du hast ein paar Tricks drauf. Komm, das war nur ein Kratzer, Mensch. Die hat mich ja gar nicht richtig erwischt. Immer sachte. Pass auf deine Finger auf. Alter, was? Wenn ich den Typen in die Finger kriege. Darüber oder was? Wie soll ich denn da rüber gucken? Wenn hier springen, das wird doch nie was. Ach, Glück gehabt. Gut. Alter, wenn ich den in die Finger kriege. Von hier wieder nach... Nee, dann bin ich ja wieder da drüben, wo ich gerade herkomme. Da geht's weiter gut. Rot sagen. Und denn... Ich meine, er ist da. Jetzt ist nur die Frage. Muss wahrscheinlich hier nochmal rüberspringen. Und da ist eine schöne Falle. Der kleine Bastard. Einmal hier rüber. Sehr schön. Du hast mich. Keine Fallen mehr. Sag Janeva, dass ich ab jetzt brav sein werde. Mhm. Und das soll ich dir glauben? Was hast du in der Hand? Oh, das? Nur eine kleine... Ups. Er starb wohl bei dem, was er liebte. Okay, zumindest ist er tot. Er hat sich selber gesprengt. Was für ein Psycho, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, gut. Aber, ja... Das Beste ist wohl, damit ich hier nicht wieder ganz runterklettern muss, einmal dahin porten, von da denn kann ich den gleich mitnehmen, den ich vergessen habe, dahin und dann sind wir eh da, wo wir hin wollten. Das wäre wohl die beste Möglichkeit. Ich glaube, da müssen wir zwar noch einmal durchs Pilschergebiet, aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Mann, 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 du, was für Spinner hier, du. Oh gut, zwei von denen haben wir schon. Sehr schön. Den nehmen wir das Lagerfeuer hier nochmal. Den haben wir zumindest auch.
Ja, gut. Eigentlich sind wir relativ heil durchgekommen, bis auf den einen Kratzer da. Seine Fallen waren ja zum Glück leicht auffällig. Schlimmer wäre es gewesen, glaube ich, wenn man sie nicht gesehen hätte. Oh, doch, warte mal, das ist ein... Das nehme ich lieber mit. Mehr kriege ich eh nicht mit. Haben ja auch schon wieder Nacht, wie es aussieht. So, aber mich freut's, wir kommen gerade richtig gut voran. Und nähern uns auch der Hauptstory und machen halt nebenbei alles mit, was dazugehört. Warum nicht? Das war Verdeppnisgedöns, normale Heilkräuter kriegen wir eh nicht mehr mit. So, da ist ein Brückchen. Was ist das da? Ach, Straßenschild, ich wollte gerade sagen. Sonnenfeld, ja, da ist doch schon wieder... Ich weiß nicht was. Aber irgendwas hat hier gerade gekämpft. Gut. Gut, gut, gut. Das Dickerchen kann man eigentlich auch mal wieder gebrauchen, ne? Ja, meine ich doch. Weiß nicht, wer die Vögel hier angegriffen hat, aber... Irgendjemand kämpft hier gegen die Vögelchen. Sind das Banditen? Sieht fast danach aus. Ich meine, das Lagerfeuer haben wir. Wir müssen sowieso diese Richtung. Und ich glaube, das sind Banditen. Ja. Banditen, Banditen, Banditen... Banditen. Ich rieche sie noch immer. Wachsam bleiben! Ach, ihr könnt doch nichts. Wenn ihr glaubt, dass ihr mich hier berauben könnt, habt ihr euch geschnitten. Sehr schön. Gibt zwar keine Banditenlager mehr, aber so noch ein paar Banditen, die durch die Gegend streichen. Und die haben anscheinend gerade gegen Vögel gekämpft. Naja, warum nicht? Wäre ja auch ein bisschen unlogisch, wenn die Maschinen nur mich angreifen würden, ne? Die müssten ja rein theoretisch echt jeden angreifen. Das wäre ja sonst ja sehr unlogisch. So, ja, grau habe ich. Meine ich doch. Gut, gut. Nehmen wir das Pfeilflänzchen hier auch mit. Das Feuer müsste hier auch irgendwo sein. Naja, eigentlich müsste ich nur den Weg hier lang, ne? Entschuldigung. Da kam gerade der Husten durch, den ich mir schon die ganze Zeit unterdrücke. Auf jeden Fall waren das miese, kleine, dreckige Wegelagerer. Stürmergebiet. Das sieht aber nicht aus wie ein Stürmer. Das ist irgendwas Größeres. Jo. Das ist auch ein Segelzorn. Hier, mein Freund. Dich machen wir wieder zum Schoßhündchen. Auf jeden Fall, er stürmt auf die Stürmer los. Alles klar. Ja, siehst du mal. Und das Ding müsste ja jetzt unbegrenzt meiner sein. Oder? Ich meine, ich weiß nicht, wo er jetzt gerade abgeblieben ist, aber... Für mich. Ja, der kämpft da noch gegen einen. Drüben ist noch ein Wächter, okay. Boah, der kommt ja nicht rüber. Oh, der Stürmer schafft das bei den Segelzangen ganz gut zu schaden. So, den Wächter haben wir auf jeden Fall ausgeschaltet. Der ist auch beschäftigt. Jo. Machen wir es kurz. So, der holt definitiv keine Hilfe und fällt mir auch nicht in den Rücken. Das ist mein Segelzahn. Okay, der hat die Stürmer erledigt. Sehr schön. Den konnte ich hier ja weiter. Ja, ja, stampfen wir davon. Ich kann die, glaube ich, oder zumindest kann man skillen, dass man die sogar reparieren kann.
Aber wenn er jetzt kaputt geht, ist es auch nicht so schlimm. Der war ja nur dafür da, dass er mir den Weg frei macht. Gut, gut. Oh, hier denn schon wieder, du. Hier sind ja auch schon wieder jede Menge Viecher. Auf jeden Fall ist hier ein kleines Logger. Sehr schön. Was? Schon wieder Stürmer? Das sind aber nicht nur Stürmer hier. Hier ist irgendwas zwischen, was schießt. Sehr schön. Gut. Aber mittlerweile kommt es einigermaßen. Das ist schon mal schön. Wunderbar. Meine ich doch. Ein verdammter Verwüster oder Pirscher. Die Viecher sind überall. Er dürfte auf jeden Fall funken. Mitten ins Ziel. Sehr schön. Wunderbar. Und das mitten beim Lager hier, ne? Also war da doch noch was. Das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Naja, haben wir es, haben wir es. So kriegen wir zumindest mal wieder ein paar Heilkräuterchen mit. Warte, jetzt liegt hier wieder überall was rum, ne? So, so, so. Sehr schön. Gut, wenn das so weitergeht, können wir uns bald wieder auslernen. Aber wir haben zumindest das Lager erstmal gesichert. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, so nehmen wir uns die Sache. Das nächste wäre denn das Lagerfeuer. Da ist sogar eine kleine Siedlung oder sowas. Und den bin ich gerade am Überlegen. Die Hauptquest wäre hier. Dann müssen wir so oder so hin. Ich glaube, ich werde, wenn ich das Lagerfeuer habe, schnell die zwei Sachen mitnehmen. Das wäre ja einmal so eine Banuk-Figur und noch eine alte Tosse. Die Blume nehmen wir sowieso mit. Und den gehen wir zur Hauptquest. Und da haben wir zumindest hier unten in dem Bereich schon mal so ziemlich fast alles abgeschlossen, bis auf das dämliche Jagdgebiet. Aber so kommen wir da zumindest stückchenweise voran. So, jetzt will ich nochmal kurz hier gucken. Ich brauche 3 Punkte, ne? Ja. Gut. Und das will ich auch, dass ich leiser sprinten kann. Glaubt man, es gilt hier mit der Zeit so gut wie fast alles, ne? Aber gut, das werden wir sehen. Freunde, sind wir jetzt erstmal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Seid gespannt, wie es weitergeht. Bye, bye.